Moin liebe Freunde der simulierten Landwirtschaft, mein Name ist Chris und ich präsentiere euch heute für unseren YouTube-Kanal Modbox, ja, unseren dritten Teil des Adventskalenders. Wir sind jetzt am 3. Dezember und der liebe Billy und das BGEM-Modding-Team, genau so, ich habe es schon so oft gesagt, jetzt fällt es ja nicht mehr ein, ist ja in Zusammenarbeit mit uns und sie stellen uns quasi insgesamt 24 Mods zur Verfügung, das haben wir euch schon mal gesagt. Jeden Tag bekommt ihr ein Adventstürchen von uns geöffnet mit einem noch Exklusiv-Mod. Die Mods sind schon bei Giants eingereicht, werden noch eingereicht und sobald die dadurch die Prüfung durch sind, findet ihr die natürlich auch im Mod-Hub. Ansonsten gibt es dann auch direkt eine Info, entweder BGE-Modding oder über uns, über unsere YouTube-Kanäle, Instagram, auch den McManus werde ich natürlich anpirschen, dass er euch dann Infos gibt, sobald das Ganze verfügbar ist, wenn es euch interessiert. Und wir hatten eine Schüttguthalle, wir hatten jetzt also ein Baukastensilo, möchte man beinahe sagen, oder mehrere Durchfahrtssilos in verschiedenen Größen. Und Billy, was gibt's heute? Heute gibt's was zum Thema Platinium, Addon, also zum Thema Holz. Und zwar hatten wir jetzt einige Maschinen dabei beim Platinium Addon, aber wir hatten ja vielleicht noch nicht so richtig das Lager für die Produkte, sag ich mal. Genau. Da hat sich der liebe Taudeswolf bei uns aus dem Team mal ein paar Gedanken gemacht und hat ein kleines Holzlager gebaut. Ja. Findet ihr im Shop für 7245 Euro. Schnell gebaut, nicht umdrehst. Ist die schon da? Oh ja. Kurz zu Saulus, ist Teil von bei uns im Team, ist ein Modder bei uns im Team. Das Holzlager ist einer seiner ersten Blender und einer ersten Mods, die er von Grund auf fertiggestellt hat. Also noch kein allzu erfahrener Modder, aber für das, was er hier gemacht hat, auf jeden Fall ein richtig, richtig guter Job, wie ich finde. Ich muss sagen, gerade die Textur hier mit diesen Vintage-mäßig, also angerostet und benutzt, finde ich cool. Also die Used-Look ist super. Ja, wieder Verschräubchen mit drin, also verschraubt alles. Ja. Und ich würde sagen, lad einfach mal welche drauf bei Holzstämme. Genau. Ja, gerade passend zum Platinum, er hat auch schon gesagt, ne? Ja, und dann erkläre ich, für was der Träger hier unten ist. Der hier ein bisschen drunter liegt. Weil das würde dich wahrscheinlich auch gerade schon ein bisschen gewundert haben. Ja, ich habe auch gerade geguckt, weil eigentlich ist der erstmal in erster Linie erstmal ohne, also steht er frei rum, deswegen. Ja, der liegt da unten ein bisschen, ja. Ja, was kann ich jetzt noch sagen? Das ist eine Variante, der Solis hat noch gesagt, er möchte noch mehrere Varianten von dem Ganzen bauen. Also noch größere Holzlager. Das soll jetzt eine davon sein. Und das ist auch so ein kleines Pack werden, hat er mir gesagt. Und jetzt aber erstmal das eine jetzt hier zum Präsentieren, sag ich mal. Hier mal sehen könnt, wie das Ganze funktioniert. Einer sind dann alle genauso aufgebaut vom Typ her. Und aber dann nur eine andere Größe. Genau, weil jetzt ist es. Soll ich mal Easy Dev dazu nehmen? Ist schon an, kannst rein dort schützen. Kann ich anfassen? Ja. Ah, perfekt. Ich helfe mal ein bisschen. Ja, klar. Also es wurde gesagt, bis zu 40 Stämme packt das Ganze jetzt hier. Also wenn es wirklich also richtig gut lagert. Ich meine, wir haben jetzt leider das DLC nicht aktiviert, jetzt hätten wir uns von den großen Volvo mal snacken können. Ja, also er hat mir gesagt, 40 Stämme hat er ausprobiert. Und reingepasst. Ich hab's jetzt nicht. Ah, das war eher optimal von mir. Der hat 40 Stämme drauf bekommen. Ja, also wie gesagt, 40. Und durch das, wenn er noch größere Versionen bekommt, weil durch das DLC sind ja natürlich auch ganz andere Stammgrößen mittlerweile möglich. Ja, auch andere Längen. Also wir werden doch wahrscheinlich. Er wollte auf jeden Fall noch eine Variante machen, wo dann 3-4 Träger nebeneinander sind. Heißt, vielleicht sind ein Ding, was ich schaffe. Das heißt, dass man auch mal längere Stämme mit draufhauen kann. Ich meine, wir haben jetzt hier 8 Meter Stämme. Die sind schon nicht so einfach zu handeln. Ne, das stimmt. Du hast mehr Christian auch gerade. Ja, ja, das ist. Ich glaube, der Volvo macht es so ein bisschen. Ich habe den Volvo nicht probiert, aber das ist. Nein, sagen. Der ist super. Das ist dieses neue, also das neue DLC, das ist wirklich schon on point. Weil die ganz anders greift. Weil hier hast du dann irgendwie 2-3 Stämme und dann versuchst du zu packen, dann flutschen sie wieder durch. Das heißt bei dem nicht. Ja. Für die nächste Aufnahme mit Holzstämmen, Volvo draufnehmen. Dann aktivieren wir das und dann wir das. Ich
kann dich schon mal beruhigen, das kommt diese Woche nichts mehr mit Holzstämmen erstmal. Du also in den ersten aber. 7 Tagen, wir haben jetzt gerade für die Zuschauer mal so als Info, die ersten 7 Tage auf. Genau, wer es noch nicht gesehen hat, ich verlinke euch natürlich die Videos immer wieder oben als Infokarten von den ersten Tagen. Wir hatten schon eine Schüttguthalle, wie gesagt, durch Bunkersilo als Durchfahren in verschiedensten Größen. Jetzt sind wir beim Thema Holz gelandet. Und seid mal gespannt, was da noch alles kommt. Es gibt 2 Highlight-Tage, definitiv, glaube ich, der Nikolaus und auch Heiligabend soll dann wohl noch mal richtig was kommen. Ja. Also wir hätten jetzt eigentlich am ersten Tag eine Neuheit, die es noch nicht gab, die komplett neu war mit den Brettern wegnehmen. Bei dem genau, und halt die eigene Erweiterung, dass man selber noch entscheiden kann. Also guckt euch mal an, ihr könnt die Silos auch halbieren, dritteln, so wie ihr Bock habt, wie ihr es braucht. Also ist richtig cool geworden. Zwar ein bisschen Feingefühl gefragt, definitiv. Ne, muss ein Platzierungshändchen ein bisschen für haben, aber das habt ihr alle. Ja, bei den Schüttguthallen, genau. Also ich kann so viel sagen, weil wir jetzt gerade dabei sind. So, warte mal. Ich guck mal den hier ein bisschen hochlegen. Brauchen wir noch mehr oder rechts? Möchte ich jetzt zeigen, für was der Träger hier unten okay, ist. Okay, warte, ich parke mal hin. Konntest du es dir vielleicht schon denken, ne? Ich könnte jetzt auch die ersten das Ganze denken. Und zwar, wenn ihr dann irgendwann vollgeladen hat, hat sich der Solus gedacht, ja, er möchte noch mehr Stämme drauf haben, aber irgendwann rutschen die hier hinten runter. Klar, alles angeschrägt und alles passt eigentlich. Aber, geht immer mehr. Und zwar kannst du dann hierher gehen und sagen, anbauen, okay. Anbauen und dann kannst du mal auf der anderen Seite das Ganze machen. Ah. Und dann tut sich der Träger hier oben dazu hinzufügen. Weil der geht dann hier unten weg, wird ja hier oben angebaut. Ich habe mit Schrauben verschraubt alles, also er hat da an alle Details gedacht. Da sind die Schrauben. Sag ich mal. Sehr cool. Also das fühle ich für das erste Mal echt eine Top-Arbeit, muss man ganz ehrlich so sagen. Wenn du sagst, du hast jetzt nur noch 3-4 Stämme da, kannst du wieder hingehen, baust wieder ab. Und ja, kannst es. Wie du willst, einfach gestalten. Ja, cool, cool, cool. Auch das ist halt wieder eine Sache, die es überhaupt noch gar nicht gibt. Nee, definitiv nicht. Und ich finde das Design auch gut, dass es nicht ein Neubau ist, sondern dass sie halt wirklich schon so genutzt aussehen. Gerade Stahl, was auch mal rostet, wenn es. Ich meine, die Dinger nehmen ja Schaden ohne Ende durch die ganze Reibung und Fahrzeuge. Das ist, also, ich finde es wirklich gut. Gerade wenn es das erste Projekt von den Human ist. Also, genau. Respekt davor, auf jeden Fall. Auch gerade mit diesem Anbauen ist natürlich eine coole Geschichte. Hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Definitiv. Ich bin stolz auf ihn. Das ist was für Milo. Milo ist ein Kranliebhaber. Ja, wie gesagt, wir werden wahrscheinlich. Ich will jetzt nicht zu viel versprechen, aber ich sag mal, es wird eine Neuheit oder was etwas sein, was es noch nie gegeben hat im Spiel. Jeden zweiten Tag ungefähr. Was Neues. Ich will jetzt nicht zu viel versprechen, aber. Nicht jeden zweiten oder jeden dritten ungefähr. Aber es ist nicht so, dass jetzt am 1. was ganz Neues kommt, am 3. wieder und am 5. wieder. Das wird gemischt sein. Wie gesagt, die großen Neuheiten kommen dann einfach an den Tagen wie Nikolaus oder Heiligabend oder vielleicht auch mal an einem Adventtag. Genau, also seid mal gespannt. Auch immer eine coole Geschichte. Ja, ich meine, mehr kann man dazu gar nicht sagen, oder? Nee, mehr kann man dazu nicht mehr sagen. Also wie gesagt, Download-Links kriegt ihr von uns, sobald die Dinger durch sind bei Giants. Dann werdet ihr auch Mod-Hub finden. Infos gibt es dann von uns und vom BGE-Modding. Und ja, Bill, dann danke ich dir für die A, für die Bereitschaft von deinem Team, B, für die Mithilfe bei der Vorstellung, weil auf die Idee jetzt, das hier auf- und abzubauen, wäre ich nicht gekommen. Finde ich cool. Nein, danke dafür auf jeden Fall. Wie gesagt, Leute, wenn es euch gefällt, gesagt, lasst gerne einen Däumchen nach oben da, schreibt gerne was in die Kommentare. Besucht gerne auch BGE-Modding und sowohl bei Insta als auf der Homepage als auch auf dem YouTube-Kanal. Wir verlinken euch das Ganze natürlich. Und in diesem Sinne, ja, verabschiede ich von euch. Hoffe, wir hören uns dann am 4. Advent und ich sag tschüss und ciao. 4. Tag, nicht am 4. Advent. Achso, ja. 4. Tag. 4. Advent stimmt, das ist ja schon heiliger. Am 4.12. Genau. In diesem Sinne, ja, tschüss und ciao. Auf Wiedersehen.